Willkommen zu einer Folge für Menschen, die sehr verspannt sind, weil viel am Schreibtisch gewesen, also viel sitzen und viel den. Diese Folge sollte lockernd und erleichternd wirken, wenn du spürst, dass bei irgendeiner Übung die Verspannung stärker wird oder dass irgendwas wehtut, dann lass die Übung aus. Vielleicht brauchst du die jeweilige Übung auch nur auf einer Seite. Einfach sei aufmerksam, spür in dich rein, wenn du was machst, tut dir das jetzt gerade gut oder nicht, das was Gutes machen, das was nicht gut ist, vielleicht abwandeln, ein bisschen kleiner machen, langsamer machen, notfalls auch auslassen und dann, ja, wird schon klappen. Jetzt, was du brauchst, einen Stuhl oder einen Hocker und dann turnen wir mit Sofakissen oder wenn du hast Pilates-Ball, kannst natürlich auch den Ball nehmen. Ich nehme jetzt aus Solidarität mit allen, die keinen Pilates-Ball haben, ein Kissen, weil es geht im Endeffekt genauso gut. Jo. Sonst brauchst du nur dich und ein bisschen Ruhe. Und wir starten im Stand. Und zwar stellst du dich einfach nur auf ein Bein und spürst, wie sich das anfühlt. Wie sicher, wie unsicher du stehst. Und dann nimm die andere Seite und spür das. Speicher es ein bisschen ab. Und dann starten wir gleich mal mit dem Stuhl oder Hocker, was auch immer du hast, wo du ein Bein draufstellen kannst. Egal welches, stellst du jetzt drauf. Rollst dich nach vorne ab, dass dein Rücken rund ist und es machst eine lockere Faust, egal welche Hand, und klopfst hinten dein Kreuzbein, die Beckenrückseite, da wo es knöchern ist, einfach leicht abklopfen rundherum. Und dann geh auch an den unteren Rücken und klopf dort. Und dann roll dich wieder hoch, Beinwechsel, anderen Fuß hoch. Roll nach vorne ab, Rücken rund, lockere Faust und hinten das Kreuzbein klopfen, die Beckenrückseite, du kannst auch beide Fäuste nehmen. Und dann auch den unteren Rücken klopfen. Und dann roll dich wieder rauf. Und geh an die Beininnenseite von einem Bein. Und zwar mit dem Daumen oder mit den Daumen streichst die Beininnenseite runter bis zum Knie und wieder hoch. Dass du praktisch in der Mitte von der Beininnenseite hoch und runter wie rein massierst. Das kann empfindlich sein. Das machst du nur mit so viel Druck, wo das noch wohlweh ist. Und dann machen wir das natürlich mit dem anderen Bein auch, an der Innenseite, runterfahren zum Knie. Im Prinzip auf den Beininnenmuskeln. Kann gut sein, dass eine Seite empfindlicher ist. Bei mir ist es jedenfalls so, bei mir ist links. So, dann gehst du nochmal ins erste Bein, lockere Fäuste und klopfst die Oberschenkel vor der Seite ab, wieder vom Knie bis hoch zum Becken. Dann nimmst du den Oberschenkelmuskel in eine Hand und schüttelst den. So ein Gefühl, wie du wolltest, den Muskel vom Knochen wegschütteln. Andere Seite abklopfen. Und dann mit deiner Hand den Muskel in die Hand nehmen und schütteln. Vom Knochen wegschütteln. Wie Frau Holle die Betten schütteln und dann schneit's. Und dann ist gut. Komm wieder gerade. Und dann nochmal testen. Einbeinstand. Vielleicht spürst du eine Veränderung. Bei mir ist jetzt der Knöchel ruhiger und eiert nicht so viel hin und her. Andere Seite. Kann auch sein, du spürst, dass du ein bisschen besser wie aufgerichtet bist. Was auch immer du für einen Unterschied spürst, ist auf jeden Fall richtig, ist bei jedem verschieden.
Gut, jetzt gehen wir noch eine andere Muskulatur, die ist sehr gern verspannt beim Sitzen. Das ist der Piriformis und der setzt an. Hier, seht man den gut? Warte mal, ich mache den mal vor mich, dann sieht man besser wegen dem hellen Hintergrund. Also da. Das ist die Seite vom Becken. Da, wo wir immer denken, das wäre ein Beckenknochen, das ist eigentlich das äußere Ende vom Oberschenkelknochen. Der große Trochanter, also wenn du das Bein außen hochfährst, der erste Knochenhügel, den du findest, das ist der. Und da gehst du jetzt dran. Und zwar machst du es so, dass das Bein da, wo du suchst, entlastest, also ein bisschen beugen, weil dann kann man da ein bisschen besser ins Gewebe reingreifen und diesen Knubbel da oben finden. Und versuchst oben an den Knubbel rankommen, oben und hinten. Wenn du denkst, du hast das gefunden, dann massierst du einfach so, rubbelst mit den Fingern dran rum und währenddessen drehst dieses Bein, was du entlastet hast, mit dem Knie nach außen und nach innen hin und her und aber dabei rubbeln und massieren da an dieser Kugel rum. Du wirst jetzt auch spüren unter den Fingern, wie die Kugel sich bewegt, weil du ja das Bein drehst. Dann machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Entlasten das Bein, wo du auf der Suche bist. Gehst an der Außenseite vom Bein hoch bis zu dem Knochenbubbel und suchst das obere Ende von dem Knochenbubbel, oben und hinten. Und dann hier auch wieder massieren um diesen Hügel herum. Und während des Massierens drehst du das Bein nach außen und innen. Was wir jetzt machen, ist den Oberschenkel bewegen im Hüftgelenk. Und dann probieren wir das Gegenteil. Und zwar versuchen wir jetzt bewegen die Hüftpfanne, also die Beckenschaufel, auf dem Oberschenkelknochen. Der Oberschenkelknochen bleibt stabil. Suchst du ein Bein aus, was stabil bleiben soll, das andere entlasten und es macht einen Schritt nach vorne und nach hinten. Und dabei geht dein Becken mit, sodass das Becken sich jetzt dreht um den Oberschenkelknochen, wo das Bein stabil bleibt. Das ist ein bisschen wie bei Standardtanz, ne? Da gibt es solche Schritte. Dann stellst du das einfach vor. Oberschenkelknochen bleibt senkrecht und das Becken dreht sich drumherum. Gut, andere Seite. Oberschenkelknochen bleibt stabil. Becken dreht drumherum. Das heißt, dein Fuß in dem Standbein, das stabil bleiben soll, sollte sich nicht bewegen. Gut. Und dann schüttel kurz die Beine aus. Jetzt gehen wir auf die Matte. Das heißt, du kannst deinen Stuhl ein bisschen wegrücken. Den brauchen wir später noch mal kurz. Und nimm aber dein Kissen mit oder dein Ball, was auch immer du benutzen magst, und klemmst dieses, was auch immer, ich nenne es jetzt einfach immer Kissen, zwischen die Knie. Aufgestellte Fußsohlen und roll dich ab ins Liegen. Warte kurz, ich muss schnell spicken, dass ich dann nachher nicht irgendwas vergesse. Okay. So, also Fußsohlen flach aufsetzen mit allen Zehen in der Matte. Suchst Neutralposition im Becken. Eine bequeme Position für die Arme, die dürfen sein, wo die mögen, so dass du das Gefühl hast, du kannst die Schultern loslassen. Und dann hier drück einfach nur das Kissen beim Ausatmen Druck ausüben, so viel, bis du wahrnimmst die Beininnenseiten und dann den Druck wieder lösen, einatmen, ausatmen, drücken und einatmen, lösen. Jetzt stell vor, während du Druck auf das Kissen gibst und die Oberschenkel die Knie zueinander gehen, dass dabei dein Becken hinten, da wo es aufliegt auf der Matte, weit wird. Und dann wieder locker lassen. Beim Drücken gehen die Oberschenkel zueinander und hinten am Becken wird es weit.
einfach vorstellen, wie es noch weiter würde, wie es sowieso in echt macht. Es entlastet hinten das Iliosakralgelenk. Und das nächste Mal gib nur wenig Druck auf dein Kissen, sodass das für eine Weile bleiben kann. Arme neben dir auf die Matte aktiv runterdrücken und dann geh über in Brücke. Beim Ausatmen dich aufrollen, ein Wirbel nach dem anderen, oben einatmen und mit dem Ausatmen wieder abrollen. Unten einatmen. Ausatmen durch die Wirbelsäule rollen. Versuchen, einen Wirbel nach dem anderen wahrzunehmen, während du rollst. Alle Zehen wahrnehmen, immer leichten Druck auf dem Kissen. Nächstes Mal bleib oben in der Brücke, gehst nur so hoch in die Brücke, wie dir die Brücke nicht wehtut. Und dann bring die Arme nach hinten über Kopf. Lässt die Arme da hinten liegen und atmest aus auf S. Jetzt rollst während des S beim Ausatmen die Wirbelsäule ab. Und beim Einatmen roll schon wieder hoch. Und beim S abrollen und spür, wie du beim S, beim Abrollen weich wirst vorne. Hals, Brustbein und dann am Schluss auch der Bauch. Einatmen, komm hoch. Und weich werden an der Körpervorderseite während des Runterrollens. Letztes Mal. Und dann unten bleib. Bring deine Arme wieder nach vorne. Mach die wieder bequem. Die dürfen auch gebeugt sein. Entspann die Schultern. Such ein neutrales Becken. Das heißt, du hast eine kleine Höhle unter der Lendenwirbelsäule. Versuchst, dass dein Becken neutral bleibt und hebst einen Fuß ganz knapp weg vom Boden und stellst den wieder ab. Und dann die andere Seite. Das ist eine Mini-Bewegung mit den Beinen. Versuchst dabei stabil bleiben im Becken, dass das nicht schaukelt. Und versuch so entspannt zu bleiben im Schultergürtel und Halsbereich, wie es geht. Weil wir reflexiv anspannen oben, Schultergürtel, und eigentlich braucht es das nicht. Jetzt versuch das nicht machen. Loslassen oben rum. Kannst ausatmen, während du hebst ein Bein und von dem Gefühl von eben übertragen, wie es oben weich wird, während du unten hebst einen Fuß. Noch einmal jedes Bein. Und dann lässt beide Füße auf dem Boden, machst die Hände aufs Becken. Das Becken soll immer noch neutral bleiben und du kippst beide Knie zu einer Seite und zur anderen hin und her nach rechts und links, ohne dass dein Becken sich bewegt, so dass du wieder eine Bewegung hast, Oberschenkelknochen im Hüftgelenk. Und dann ist gut, finde die Mitte und dann bauen wir das Kissen, glaube ich, raus. Ja, das hat kurz Pause. Und dann streckst beide Beine aus, auf dem Boden entlang, nach vorne strecken. Hände bleiben auf dem Becken. Jetzt schiebst ein Bein auf dem Boden entlang nach vorne, ziehst es zurück und dann die andere Seite. Im Wechsel schieb ein Bein am Boden entlang vor. Durch dieses Vorschieben wird dein Becken schräg. Das spürst du mit den Händen, wie eine Taille kurz wird, eine lang. Und spür hin, kann sein, dass eine Seite besser geht wie die andere, dass eine sich weiter nach vorne schieben lässt oder leichter nach vorne schieben lässt. Und mit dieser besseren Seite fangen wir dann an, wenn du einen Seitenunterschied hast. Wenn nicht, dann nimmst du einfach irgendeine Seite.
Und zwar wird es so: Dann stellst du den Fuß auf von dieser Seite, wo es eben leichter war. Das andere Bein bleibt gestreckt auf dem Boden. Du machst die Hände wieder runter auf die Matte. Dann bleibt deine Fußsohle auf diesem Fleck auf der Matte stehen, wo du den jetzt hast, den Fuß. Schiebst aber das Knie nach vorne, geradeaus nach vorne, praktisch Richtung anderer Fuß. Und dabei hebt sich die Beckenhälfte hoch. Die andere Beckenhälfte ist noch auf der Matte. Das heißt, dein Becken steht jetzt diagonal im Raum. Und dreh deinen Kopf in die Richtung von dem gebeugten Bein, vom gehobenen Becken. Und dann komm wieder zurück mit dem Becken und Kopf, alles wieder mittig. Selbe Seite wieder, Knie schieben nach vorne, bis das Becken sich verdreht, Kopf dreht in die Gegenrichtung. So entsteht eine Spirale, Kopf gegen Becken, eine Verdrehung. Verdrehung in der Wirbelsäule. Ist gut, wenn du ausatmest, wenn du in diese Verschraubung gehst. Und dann probieren wir die andere Seite. Fußsohle aufstellen. Fußsohle klebt auf dem Boden, immer auf demselben Fleck. Das Knie schieben nach vorne. Dadurch kommt die Beckenhälfte hoch. Die andere bleibt auf der Matte, Becken steht schräg im Raum und dann bringst du Becken wieder zurück in neutral. Kopf dreht dagegen in die Richtung von dem Bein, was gebeugt auf dem Boden steht und kommt auch wieder zurück, so wie das Becken zurückkommt. Davon machen wir nochmal eins. Und dann streck wieder beide Beine aus auf den Boden nach vorne und machst nochmal wie vorhin Hände aufs Becken, ein Bein am Boden entlang nach vorne schieben und dann das andere im Wechsel und vergleichst nochmal, ob die beiden Seiten jetzt ähnlicher sind, also falls du einen Unterschied hattest. Und dann komm wieder zurück zur Neutral. Ein Bein bleibt liegen, wo es ist. Und das andere Bein nimmt das Knie zur Brust und halt die Oberschenkelrückseite fest. Wir machen ein bisschen Beinrückseitendehnung. Versuchst strecken dein Bein so gut du kannst und wieder beugen. Ausatmen fürs Strecken. Nächstes Mal bleibst mit dem Bein gestreckt. Wenn du es hier zur Decke nicht strecken kannst, dann bring es weiter von dir weg, so dass du es strecken kannst. Dann hältst du es halt ein bisschen tiefer, so dass es das einfach entlastet ist, das Bein. Wo auch immer, in deiner Stretch-Position, wo das Bein gerade ist. Gerade, ne? Nicht mogeln. Das muss nicht zur Decke sein, das kann schräg nach vorne sein. Und jetzt machst du hier einen Fußkreis, also Fuß im Knöchelkreis, dann aber in langsam, damit du reinspüren kannst, an welcher Stelle vom Fußkreis du die meiste Dehnung kriegst im Bein. Oder sagen wir mal nicht unbedingt Dehnung, sondern mehr Zug im Bein. Kann sein, es ist die Stelle, wo du Flexfuß hast. Kann sein, es ist die Stelle, wo du gestreckten Fuß hast und so ein bisschen nach innen gedreht, wie Banane, schon nochmal Banane ist, so nach innen gedreht. Das probierst du jetzt einfach mal aus. Und auf der Stelle, wo du den meisten Zug hast, da bleibst kurz und versuchst atmen, dein Gesicht entspannen, die Augen locker lassen, deinen Körper locker lassen, einsinken lassen in die Matte. Und dann beugt dein Knie, bleib immer noch mit diesem Bein. Jetzt ziehst dieses Knie zur gegenüberliegenden Schulter. Bleib so. Und dann nimmst wieder die lockere Faust und klopfst wieder da, wo der Trochanter ist, also der Knochenhügel, den wir eben sowieso schon hatten. In dieser Gegend klopfst du. Und dann ist es gut, streckst das Bein wieder aus. Andere Seite, gleiche Folge, Oberschenkelrückseite festhalten, Bein versuchen strecken, so gut du kannst und wieder beugen.
Ausatmen, strecken. Nächstes Mal bleib wieder gestreckt. Jetzt wirklich gestreckt und wo auch immer, bring dein Bein hin, sodass du es gestreckt halten kannst an deiner Dehnposition. Langsamen Knöchelkreis zum Rausfinden, wie dieses Bein reagiert, wo es da viel Zug gibt. Und dann auch auf der Stelle bleiben, wo es viel Zug gibt. Wenn es mehrere Stellen gibt, dann hältst du jetzt halt erstmal die eine Stelle. Und dann nochmal noch ein bisschen die andere Stelle. Oder du bleibst auf der, wo du eben gerade warst. Und dann beug dein Knie, ziehst es zur gegenüberliegenden Schulter, das Becken bleibt liegen. Lockere Faust, klopf seitlich am Becken, an der Rollhügelgegend, rundherum. Knochen müsstest fühlen, musst ein bisschen suchen. Das ist jetzt mehr so vom Gefühl her seitliche Pobacke. Und dann ist gut, dann stell deine Füße auf, hol dein Kissen zurück und machst es unters Becken. Meinst du es jetzt ein bisschen flach? Ich knicke das einmal, damit das Becken ein bisschen höher liegt. Das kannst du ja auch versuchen, ob dein Kissen es hergibt, dass das Becken etwas höher gelagert ist wie dein Brustkorb. Arme wieder irgendwo bequem auf dem Boden, entspann deine Schultern, hab den Nacken lang. Und dann kippst dein Becken vorwärts, rückwärts, also zwischen der Position, wie der Hund den Schwanz einklemmt, und Hohlkreuz, Ente. Zwischen Hund und Ente hin und her kippen dein Becken. Jetzt machst du das Gleiche weiter, bloß streckst dabei ein Bein auf dem Boden aus nach vorne und spür hin, wenn du in die Position vom Hund gehst, gibt es Dehnung in der Leiste. Das ist der Zweck. Wechsel dein Bein. Andere Seite. Becken kippen. Leiste geht auf. Auch wenn das nur eine ganz leichte Dehnung ist. Auch wenn man sehr verspannt ist, ist es sinnvoll, mit einer leichten Dehnung anzufangen. Manchmal ist es auch eine starke Dehnung gar nicht gut. Deswegen machen wir ihn lieber in vorsichtig, der Effekt ist trotzdem gut. Gut, dann stell den Fuß auch wieder auf, nimmst nochmal dein erstes Bein gestreckt zur Decke, sinkst dein gestrecktes Bein ab, bis du mit der Ferse auf dem Boden ankommst, das heißt, das geöffnete Hüftgelenk, dann beug dein Knie und radel mit dem Bein wieder hoch zur Decke. Gestreckt sinken und dabei verlängere dein Bein weit weg. Leiste weit auf und zurückradeln. Leiste öffnen ist das Ziel. Kein schnelles Fahrrad, ist keine Kräftigungsübung. Naja, doch im Grunde schon, weil die Muskulatur, die gedehnt wird, gleichzeitig das Gewicht vom Bein halten muss. Aufpassen, dass dein Becken in eher Hundposition bleibt, dass du kein Hohlkreuz machst, wenn das Bein sinkt, weil sonst nimmst du den Stretch weg. Letztes Mal Fahrrad auf dieser Seite. Dann stellst den Fuß auf und radelst das andere Bein. Gestreckt senken. Das Ziel ist verlängerndes Bein, wenn es sinkt, bis zum Boden, Boden und dann radel wieder hoch. Verlängern, weit aus dir raus, ohne in Hohlkreuz zu kommen dabei. Machen wir noch weiter. Ich muss schon mal lesen, was wir als nächstes dann machen. Ah, okay. Wollen wir noch zwei Fahrräder auf dieser Seite? Verlängern ist der Hauptfokus. Bleib im Gefühl.
Und dann bringst du das Knie in Stuhlposition und das andere Bein auch. Beide Beine sind oben in Stuhlposition, Bauchdecke rein. Jetzt geht ein Knie ein bisschen nach vorne, eins ein bisschen kopfwärts, ganz klein. Das ist wie eine Minischere. Und jetzt versuchst du so viel Bauchspannung loszulassen, wie du kannst. Du kannst auch mit den Händen auf den Bauch gehen und versuchst den Bauch weicher werden lassen. Hinatmen in den Bauch hilft auch. Und jetzt probierst du das Gleiche, nur beidbeinig. Beide Knie ein bisschen vor und wieder heran. Mach das ganz klein, weil auch die Idee wäre, so wenig Bauch wie möglich. Weich werden lassen. In den Bauch atmen. Und dann ist gut. Dann stell einen Fuß nach dem anderen ab. Und dann meinst du, jetzt habe ich es wieder vergessen. Jetzt machen wir das Kissen raus. Ja, und spür die Landung, wenn das Becken unten auf den Boden kommt. Jetzt müsste sich der untere Rücken schon ein bisschen freier anfühlen wie zuvor. Wir bauen um Kissen unter den Brustkorb. Das heißt, du musst mit dem Kopf Brustkorb hochkommen, dass du das Kissen da drunter bauen kannst. Ich mache das wieder jetzt einmal zusammengefaltet, da kannst du es auch einfach lassen. Ungefähr BH-Schließe-Gegend, Mitte Rücken für die Jungs. Gut, und die Hände nimmst hinter den Kopf. Jetzt braucht man Baucharbeit. Jetzt ziehst du den unteren Bauch ein nach innen und kopfwärts. Und dann beim Einatmen probier eine Rückbeuge über dein Kissen. Mit dem Ausatmen Kinn zu Kehle, komm hoch. Einatmen, Rückbeuge übers Kissen. Und ausatmen, runden Rücken hochkommen. Wenn das wehtut im oberen Rücken, dann liegt dein Kissen vielleicht zu tief. Dann musst du es mehr Richtung Schulterblätter bringen. Einatmen, zurück. Ausatmen, hochkommen. Nächstes Mal, bleib oben, haltet. Und hier oben den Brustkorb drehen, nach rechts und nach links. Dabei soll dein Becken bleiben. Drück beide Fußsohlen in den Boden, das stabilisiert das Becken ein bisschen. Sei sicher, dass alle Rippen mitgehen ins Drehen, nach rechts und links, dass du nicht nur den Schultergürtel bewegst, auch die unteren Rippen. Letztes Mal jede Seite. Finde die Mitte und dann halte ich an den Oberschenkeln fest und hilf dir hoch. Jetzt bleiben wir im Sitzen. Wenn du willst auf irgendwas drauf sitzen, den Hocker, dein Kissen oder irgendwas, dann mach es. Und sitz bequem. Mir egal, was für eine Beinposition, der Mannsitz ist für meinen Körper bequem. Du könntest auch einen Schneidersitz haben, gestreckte Beine oder eben auf irgendein Sitzmöbel sitzen. Arme in Buchstabe U, dass die Schulterblätter sinken. Und jetzt versuchst, die Schulterblätter den Rücken runterziehen und dann die Schulterblätter wieder lösen. Schulterblätter ziehen nach innen und nach unten, also V-förmig den Rücken runterziehen und wieder locker lassen. Richtung Wirbelsäule plus Richtung Becken. Und hinfühlen, ob deine Rippen drin sind. Kein Hohlrücken. Ausatmen fürs Ziehen. Wir machen da noch zwei von. Und dann ist gut. Dann verschränk die Finger und machst die Hände auf den Kopf und schiebst den Kopf in die Hände rein zum Wachsen. Löst die Schulterblätter. Die hängen jetzt einfach nur. Und wir drehen den ganzen Brustkorb wieder mit allen Rippen. Beim Ausatmen drehen. Einatmen Mitte. Gegenseite. Ausatmen drehen. Einatmen, Mitte. Versuch in die Hände reinzuwachsen. Und das nächste Mal, wenn du in der Drehung bist, bleib da, löst die Hände, machst eine vor dem Becken, eine hinter dem Becken auf die Sitzauflage. Drückst mit den Händen in den Boden, weil das hilft zum Wachsen. Und gleichzeitig drück mit den Händen so, dass deine Rotation ein bisschen verstärkt wird, dass du weiter drehst. Achtung, trotzdem auf beiden Pobacken sitzen. Du bleibst da einfach nur. Immer wenn einatmest, wachsen. Und immer beim Ausatmen versuchst, einen Millimeter weiter drehen. Wachsen ein und drehen aus. Noch eins so.
Und dann komm rüber zur anderen Seite. Drücken mit den Händen zum Wachsen, einatmen, ausatmen, Rotation verstärken. Becken bleibt sitzen. Wachsen ein, drehen aus. Und dann finde zurück in die Mitte. Machst die Arme so. Gebeugte Arme, Ellbogen richtig an der Seite festkleben an der Taille. Für den stummen Diener. Beim Ausatmen drehst, einatmen wieder frontal. Öffnen, aber so, dass die Ellbogen an deiner Seite immer kleben bleiben. Sie müssen immer Kontakt haben mit deinem Körper. Variante. Wenn du geöffnet hast, dann löst man den Oberarm von der Seite und gehst bis in gestreckten Arm. Wieder beugen, bring die Ellbogen wieder an die Seite zurück, dass sie dich berühren und dann dreh frontal. Drehen mit Kontakt am Körper, dann erst strecken. Dass du erst in die volle Rotation gehst mit dem Kontakt Ellbogen am Körper. Genau. Jetzt kommt noch dazu, wenn die Arme gestreckt sind, probierst eine Rückbeuge, Brustkorb zur Decke. Komm wieder gerade mit dem Rücken, dann Ellbogen wieder zurückziehen, frontal drehen. Nach außen, dann strecken, dann Rückbeuge und alles einzeln wieder zurück, Rücken gerade, Ellbogen ranziehen, frontal. Noch eins so. Gut, und dann machen wir noch ein bisschen Kopf. Und zwar machst die flache Hand, die Handkanten entlang von deinem Unterkiefer. Also diese gleiche Schräge, wie dein Unterkiefer hat. Das Kinn ein bisschen Richtung Kehle. Und dann schiebst deinen Kopf an diesen Handkanten entlang. Das heißt, dein Kopf macht, ich mache mal kurz ohne Hand, dass du besser siehst, eine nach hinten oben Bewegung. Schiebst den nach hinten oben, rückwärts und ein bisschen deckenwärts. Dadurch sollte Länge hinten am Hals entstehen und ein bisschen Dehnung unten am Schädelrand. Wenn da ein bisschen Dehnung entsteht, dann bist du richtig. Und der Hilfe ist eben an der Handkante entlang, weil das dir die Richtung gibt nach hinten oben. Noch eins. Und dann gehen wir auf die Knie. Warte, dass man mich sieht. Gut. Und wir machen ein bisschen Arme. Arme vorne hoch und über die Seite wieder runter. Einatmen hoch, ausatmen, über die Seite öffnen. Aufpassen beim vorne heben. Hast die Rippen drin, kein Hohlrücken. Ein hoch, aus, zurück. Gut, dann starte mit den Armen in Buchstabe T, bringst die vor dich und dabei dreh die Arme so, dass die Handflächen zueinander gucken, wenn die Arme gekreuzt sind. Machst die Arme wieder auf, hinter dich und hinterm Rücken sollen die Handrücken zueinander gucken. Komm wieder über Buchstabe T nach vorne, der andere Arm kreuzt oben, Handflächen zueinander. Schneiden durch die Luft, hinten gucken die Handrücken zueinander, vorne die Handflächen. Jetzt steigerst das Tempo und wenn du es hinkriegst, lässt die Arme wie schwingen. Achtung auch, Rippen innen, Bauchdecke muss ein bisschen halten, weil du sonst in Hohlkreuz kommst durch diese schwingende Bewegung. Also es ist ein weiches Schwingen sein, nicht zerren an den Muskeln. Und gut, beide Arme hoch Richtung Decke, lass die Schulterblätter sinken, Bauchdecke innen. Jetzt drückst deine beiden Arme nach rückwärts, so weit hinter den Kopf, wie das geht, aber gestreckte Ellbogen, gell? Und dann hältst du es einfach nur.
Gestreckte Arme nach hinten drücken und halten und atmen. Sicher sein, dass dein Kinn Richtung Kehle ist, kein Huhn. Und dann ist es gut. Jetzt beugst beide Ellbogen, so dass ein Buchstabe W entsteht. Bauch wieder innen, Kinn Richtung Kehle. Und dann drückt dein Buchstabe W nach rückwärts. Und hältst es auch wieder einfach nur. Und atmen. Und atmen. Dann strecken wir die Arme zu Buchstabe T, Handfläche ist nach vorne, dass die Schulterblätter sinken. Dann Arme nach rückwärts, hinten halten. Achtung, kein Huhn. Atmen. Und dann machen wir es so, wie es eben war mit dem stummen Diener. Die Arme nach außen, jetzt drehst du, dass die Handfläche zur Decke guckt und versuchst hier diese Art gebeugter Arm nach hinten zu drücken auch. Rippen innen, Bauch innen, atmen, halten. Dann brauchst du noch ein letztes Mal deinen Stuhl, auch im Knien. Machst beide Hände auf die Stuhlfläche, gehst so nah dran, dass es bequem ist und drückst mit den Händen auf den Stuhl drauf und gleichzeitig, während du runterdrückst in den Stuhl, schiebst deinen Brustkorb hoch zur Decke in Rückbeuge und dann komm wieder gerade. Drücken, einatmen, Brustkorb zur Decke hoch in Rückbeuge, ausatmen, lösen. Drücken, einatmen, hoch. Und das war mal eine Variante. Drehst zuerst den Kopf ins Profil und dann komm hoch in die Rückbeuge. Und dann Gegenseite. Kopf ins Profil, drücken, Rückbeuge. Beim Einatmen, ausatmen, komm gerade. Kopf ins Profil. Machen wir noch einmal jede Seite. Und dann ist gut. Stuhl fertig. Jetzt machen wir diese Seitlage. Da brauchst du dein Kissen als Kopfkissen. Du kannst, je nachdem, wie dick dein Kissen ist, den Arm noch unterm Kissen haben. Oder machst deinen Arm nach vorne. Das machst du so, wie es für dich bequem ist. Beine sind gestreckt in Linie mit der Wirbelsäule, so wie immer. Einziehen die Taillen, dass unter der unteren Taille gefühlt ein Loch ist. Das obere Bein auf Beckenhöhe, machst einen Flexfuß und drehst dein Bein, sodass die Kniescheibe Richtung Decke zeigt und dann eher Richtung Boden. Also Außen- und Innenrotation mit dem Bein. Das Bein ist immer auf demselben Fleck. Das dreht sich quasi um sich selbst im Hüftgelenk. Und dann Ende in Innenrotation, wo die Kniescheibe eher Richtung Boden guckt. Bleib so und versuchst anheben das Bein und senken. Fühlt sich komisch an, weil wir es meistens in Außenrotation machen, aber das Bein kann auch Innenrotation. Und eben es ist gern verspannt an der Pobacke so vom vielen Sitzen, dass Außenrotation nicht so günstig ist. Deswegen machen wir es jetzt Innenrotation. Letztes Mal. Schließ deine Beine, jetzt hast du sie parallel aufeinander geklebt und hebst beim Ausatmen beide Beine an und wieder absenken beim Einatmen. Das ist die Übung mit dem Beckenkippen. Das heißt, du ziehst den oberen Beckenkamm Richtung Rippen und dadurch steigen die Beine. Ausatmen fürs Bewegen. Letztes Mal. Lass deine Beine liegen. Und jetzt drückst deinen Kopf in das Kissen rein und hältst den Druck für 5 Sekunden.
und wieder locker lassen. Nochmal so, Kopf nach unten in das Kissen drücken, quasi Richtung Boden drücken. Und lösen. Letztes Mal. Und lösen. Und dann drehen wir um und machen die ganze Folge auf der anderen Seite. Arm stützt vorne, Achtung, Schulter weg vom Ohr, streck deine Beine in Linie mit der Wirbelsäule, einziehen die Taillen, flex Fuß mit dem oberen Bein auf Beckenhöhe und drehst dein Bein, Außen- und Innenrotation, Kniescheibe Richtung Decke, Richtung Boden hin und her. Dabei sollte sich sonst nichts bewegen, Becken stabil. Dann Ende in Innenrotation und hebst das Bein und senkst das Bein. Jetzt versuchst, dass dein Gefühl des Loch unter der Taille bleibt, während du das Bein hebst. Die Scheibe Richtung Boden. Letztes Mal und dann schließt die Beine in parallel und hebt beide Beine an. Ausatmen, heben, dadurch, dass dein Becken kippt, ziehst den Beckenkamm Richtung Rippen und dadurch steigen die Beine. Das heißt, die Höhle unter deiner Taille verschwindet, während die Beine hebst, bildet sich wieder, während die Beine sinken. Letztes Mal. Dann lass die Beine liegen und drückst wieder den Kopf ins Kissen. Halten für 5. Und lösen. Und nochmal drücken ins Kissen. Und lösen. Letztes. Und lösen. Und dann machen wir wieder das Kissen weg und kommen hoch auf Z-Sitz. Wenn Z-Sitz für dich nicht geht und heute wehtut, dann probier mal aus, ob du den Z-Sitz machen kannst, wenn du auf irgendwas drauf sitzt. Kann sein, dass das Kissen zu wenig ist, dann nimmst du vielleicht zwei, drei Kissen übereinander oder dicke Bücher. Probierst das mal so. Könnte gehen. Wäre nicht schlecht, weil die Hüftgelenke halt entsprechend bewegt werden. Gut, und zwar, wir machen es so, dass du auf der Seite, wo das Bein vorne hast, die Hand stützt an deiner Seite, richtig Gewicht drauf auf diese Hand und dann probierst hier Schulterblattkreise machen mit dem Arm, wo du drauf stützt. Noch eins. Gut, andere Hand hält das Schienbein fest. Jetzt löst man den Stützarm und gehst über Kopf in Seitbeuge und wieder öffnen. Seitbeuge, ausatmen, Luft raus, Luft raus, Luft raus. Schieb die Hand weit weg. Letztes Mal. Und dann stützt mit beiden Händen hinter dir, hebst beide Knie hoch und klappst die zur anderen Seite um. Dann hast du einen Z-Sitz mit dem anderen Bein vorne. Wieder beide Knie hochheben, klappst die Knie wieder zurück in den Z-Sitz von eben. Und so wechselst einfach hin und her. Wenn du es raus hast, probierst du mal, ob du das freihändig machen kannst. Kann sein, dein Hintern wandert auf dem Boden rum, ist schon okay. Da geht es jetzt mehr um die Bewegung in den Hüftgelenken, ne, weil die Oberschenkelknochen sich da drin drehen müssen.
Letztes Mal. Und dann machen wir den Satz jetzt mit dem anderen Bein vorne. Ich hoffe, du weißt noch, welches eben war bei dir. Stützen auf der Seite, wo das Bein vorne ist. Gewicht auf die Hand und dann Schulterkreis. Gut, und dann hältst fest mit der anderen Hand am Schienbein, dass dein Stützarm frei wird. Der geht über Kopf beim Ausatmen in Seitbeuge. Beim Einatmen kommt zurück. Ausatmen, Seitbeuge zu deinem Schienbein. Einatmen zurück. Wenn du in die Seitbeuge gehst, schieb die Hand von dir weit weg, dass eine lange Linie entsteht und auch viel Zug. Noch eins. Und dann wechseln wir in Vierfüßler. Dann drehe ich ein bisschen die Matte. So, also ganz normal auf allen Vieren. Das kann auch auf der Faust sein. Du musst nicht auf der flachen Hand sein. Mach, was für deine Handgelenke angenehm ist, oder wechsel hin und her. Wir starten mit dem Becken. Und zwar verschiebst das Becken parallel zum Boden nach rechts und nach links und versuchst aber, dass dein Brustkorb in der Mitte bleibt. Brustkorb und Schultergürtel bewegen sich nicht, nur das Becken schwingt quasi von rechts nach links. Gut, dann finde die Mitte und machst mit dem Becken Hund und Ente, also Steißbein einrollen und Hohlrücken. Und probier mal auch wieder ohne Brustkorb, also nur das Becken, so gut es geht. Natürlich reagiert die untere Wirbelsäule, die wird sich mitbewegen. Cool, jetzt hat es bei mir geknackt, einwandfrei. Jetzt machen wir einen Kreis mit dem Becken. So ein bisschen wie beim Bauchtanzen, wie Shakira. Also im Entenarschkreis. Richtung wechseln. Und dann such neutrales Becken, also alles mittig. Jetzt mach mal ein bisschen Bein. Bringst erstmal die Beine ganz zusammen. Korrigier deine Schulterblätter weg vom Ohr. Und dann hebst ein Bein so gebeugt, wie es ist, zur Seite weg, so wie der Hund pinkelt, und bringst das Knie wieder zurück. Ausatmen fürs Anheben, wieder selbe Seite. Aufpassen, keine Ausweichbewegung. Man würde gern das Becken seitlich verschieben in die Gegenrichtung. Oder Hohlkreuz machen oder alle möglichen für welche Dinge. Im Grunde bewegt sich nur der Oberschenkelknochen und alles andere ist stabil. Müsste dann mit der Zeit ankommen an der seitlichen Po-Muskulatur. Gut, jetzt probieren wir immer noch dasselbe Bein. Knie nach vorne Richtung Nase. Von dort in die Position von eben und von dort hinter dich und zurück zum anderen Knie. Du zeichnest sowas wie einen Halbkreis, wie ein Buchstabe D. Richtung Nase, Seite. Hinter dich zurück. Gut, andere Seite. Zuerst wie der Hund pinkelt, nur seitlich anheben, zurückkommen. Ohne dein Becken zu verschieben, ausatmen, anheben, ein, zurück. Und heb maximal an, gell? Noch eins. Und dann probieren wir den Halbkreis, Buchstabe D, Knie nach vorne Richtung Nase, zur Seite, wie der Hund pinkelt, hinter dich, also praktisch hinter das Becken, unten wieder durchschleifen, halben Kreis nach rückwärts. Und dann ist auch gut, wenn du wieder bist mit dem Knie unten. Nehmen wir nochmal das erste Bein, streckst es nach hinten.
Gut, und dann senkst dieses gestreckte Bein ab, dass die Fußspitze auf den Boden kommt, aber gleichzeitig nimm deine Beckenhälfte auch mit zum Boden runter. Also die Beckenhälfte von dem Bein, was du eben gestreckt senkst. Und jetzt geht die Beckenhälfte samt Bein zusammen wieder hoch. Beide gehen runter. Das heißt, das Becken dreht sich etwas Richtung Standbein und dann kommt das Becken wieder zurück in Neutral, während du das Bein hebst. Noch eins so. Wechselseite. Bein nach hinten in die Luft auf Körperhöhe. Senkst das Bein zusammen mit der Beckenhälfte. Beckenhälfte neutral plus Bein heben. Für meinen Körper ist besser ausatmen beim Senken, einatmen beim Heben. Noch eins. Und dann komm zurück auf beide Knie, schiebst das Becken nach hinten, dass du kommst auf Fersensitz, also so weit Fersensitz, wie für dich halt geht, und vorne auf die Unterarme runter. Von hier machst erstmal den Nacken lang, also ein bisschen Kinn Richtung Kehle, dass dein Hals lang ist. Das heißt, du guckst runter auf deinen Boden. Und jetzt nimmst eine Hand weg und hinten an den Hals, dass du spürst, dass der Hals hinten lang ist und du keine Rückbeuge machst. Das heißt, der Hals ist gestreckt, hinten faltenfrei. Das bliebe so. Und dann versuchst die Rückbeuge, die wir jetzt machen, nur aus der Brustwirbelsäule zu holen. Das heißt, du versuchst den Brustkorb vorne hoch, ohne dass der Hals abknickt und wieder abrollen. Einatmen, Rückbeuge in den oberen Rücken. Da geht jetzt nicht viel, wenn der Unterarm auf dem Boden ist. Es ist eine ganz kleine Bewegung. Ich zeige das nochmal ein bisschen mehr von der Seite. Ist aber intensiv, wenn du es korrekt machst, spürst du ziemlich stark die obere Rückenmuskulatur. Da, wo man eben Buckel kriegt, wenn man halt immer so schepp am Schreibtisch hängt. Naja, man kann auch sonst wie mit Buckel rumhängen. Das bringt ja auch das Leben so mit sich, dass man irgendwann bucklig wird, aber man kann dagegen üben. Dann passiert es eigentlich nicht oder zumindest weniger. Okay, jetzt übertragen wir das auf Bauchlage. Und zwar hältst die Arme in Buchstabe U und versuchst auch wieder mit langem Hals in Rückbeuge hochkommen. Die Unterarme bleiben auf dem Boden. Jetzt kann die Rückbeuge etwas größer sein. Trotzdem spürst gleiche Muskulatur dabei. Schieb den Brustkorb nach vorne. Das bliebe so. Wir versuchen die Rückbeuge halten. Machst zwei Kicks rechts, zwei Kicks links. Kick, 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 kick. Einatmen und ausatmen. Versuchen langsamen Atem haben, obwohl das schnelle Kicks sind. Rechts und links wieder einatmen und dann rechts und links ausatmen. Also immer vier Schläge auf ein und vier auf aus. Und dann ist gut, streck beide Beine, roll ab, machst beide Hände unter die Stirn, schließ die Beine. Beugst ein Knie, sodass dein Fuß zur Decke zeigt und machst einen Flexfuß. Gut, und jetzt drückst dein Becken in den Boden und gleichzeitig hebst das gebeugte Bein so gut es geht vom Boden weg. Das geht nicht viel, wenn das Becken im Boden liegen bleibt, aber du müsstest spüren, dass die Oberschenkelrückseite anspannt. Und du bleibst einfach so. Nicht hoch und runter, einfach oben bleiben, halten und versuchen Höhe gewinnen. Mit der Zeit immer so ein Ticken höher. Das passiert nicht wirklich, das stellst du einfach nur vor, dass du in maximal Anspannung bleibst. Und dann leg dein Bein wieder ab. Andere Seite beugen, Flexfuß. Becken in den Boden drücken und gleichzeitig versuchen, das Bein anheben, Fußsohle Richtung Decke schieben und halten. Immer versuchen, noch einen Ticken höher.
Und dann ist gut. Streck beide Beine. Jetzt winkelst ein Knie an und das Knie soll zur Seite sein. Also wenn ich im Stand wäre, guck. So. Versuch so gut wie es geht. Der Fuß muss nicht beim anderen Knie sein, aber so, du bringst es einfach so hoch, wie du das anwinkeln kannst. Und dann bleibt es so angewinkelt. Streck deine Arme nach vorne, Buchstabe V. Tauch auf in Rückbeuge und kommst mit den Händen so nah zu dir, wie du kannst große Rückbeuge machen, wo das nicht wehtut im Rücken. Versuchst einfach aus, wie weit du rankommen kannst mit den Händen zu dir. Da müsste ziemlich Dehnung auf dem Bauchraum entstehen. Um die geht's, dass du diese Dehnung findest und die einfach ein bisschen hältst und in den Bauch atmest. Und wenn die Dehnung mit der Zeit weniger wird, weil es halt dann nachgibt, das Gewebe, dann kommst du einfach näher rangekrabbelt mit den Händen. Gut, komm wieder runter, wechsel dein Bein, das andere Knie zur Seite. Wieder vorne anfangen, suchen, wie weit hoch magst du kommen, dass es nicht wehtut, aber dir Dehnung auf dem Bauchraum gibt. Zieh mal die Schulterblätter runter. Bauchatmung, wirklich Bauchatmung. Und dann ist gut. Dann stützt dich zurück. Einmal kurz Popo nach hinten setzen auf die Fersen. Rücken rund machen und in den Rücken atmen hier. Und dann komm ins Sitzen nochmal, ungefähr in die Mitte von der Matte, weil das wird rollen wie ein Ball. Hände auf die Schienbeine. Ganz normal. Rücken rund, entspann die Schultern. Einatmen zurück, ausatmen vor. Gut, warte, bleib oben. Jetzt schlägst ein Bein über das andere, dass die überkreuzt sind, so wie man manchmal macht, wenn man auf dem Stuhl sitzt. Hände wieder drauf, rollen. Und dann wechselst, dass das andere Bein mal oben ist. Das ist wahrscheinlich ein bisschen unbequem. Aber die wichtigere Position für dein Becken. Machen wir so noch zwei. Und dann ist es gut. Knote dich auseinander und komm in Stand. Jetzt greifst die Hände hinterm Rücken so, dass die Finger ineinander sind, Handflächen zur Decke. Schiebst die Hände runter Richtung Fußboden und gleichzeitig hebt dein Brustkorb hoch zur Decke, nochmal in Rückbeuge und komm wieder gerade. Einatmen, Hände runter, Brustkorb hoch. Ausatmen, gerade kommen. Noch eins so. Und dann steh einfach bequem auf beiden Beinen, entspann die Schultern und roll ab nach vorne. Leicht gebeugte Knie. So weit runter, wie es gerade schön ist. Durchatmen an deinem tiefsten Punkt und ausatmen, roll wieder rauf. Ganz hoch bis zum Stand. Durchatmen oben. Und dann fertig für heute. Bis demnächst.